Video 7. Wie man einen Song schreibt, Teil 3 von 5. Hallo! Dieses Tutorial erklärt, wie man verschiedene Synths zur gleichen Zeit nutzen kann. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie mehrere Synths auf einmal laufen lassen können und dann, wie Sie Akkorde schreiben können. In unserem Song haben wir bereits einen markanten Synth-Part erstellt, der fachlich gesehen Lead genannt wird. Einen Drum-Part und jetzt wollen wir noch einen harmonischen Hintergrund erstellen. In der elektronischen Musik wird dies oft Synth-Pad oder einfach Pad genannt. Ein Pad ist ein gehaltener Akkord oder Ton, erzeugt von einem Synthesizer, der oft für Hintergrundharmonien und Atmosphäre benutzt wird. Ziemlich genauso, wie eine Streichersection oft in orchestralen Filmmusiken benutzt wird. Lassen Sie uns im Module View einen Amplifier einfügen und ihn mit dem Compressor verbinden. Dann nehmen wir zwei Analog Generators und speisen deren Outputs in den Amplifier ein. Jetzt setzen wir eine Save Wave für den ersten Analog Generator und eine Square Wave für den anderen. Vergessen Sie nicht, auf das Display an der Unterseite des Parameterbedienfelds zu schauen, um die Form dieser Wellen und deren Hüllkurven zu visualisieren. Aus der Timeline wählen wir das Melodie-Pattern und aus dem obersten Menü wählen wir Pattern Properties. Dann fügen wir zwei weitere Tracks hinzu. Der Grund dafür, dass ich dies tue, ist, dass ich mein Pad in das Pattern der Melodie schreiben möchte, da die Akkorde, die wir gewählt haben, mit dem Melodieprofil verwandt sind. Das erste, was ich tun werde, ist in diesem Track eine Art Basslinie zu schreiben, die wir dann benutzen werden, um Akkorde darauf zu bauen. In diesem Fall werde ich auch Note Off für Events benutzen, da ich auch Pausen zwischen verschiedenen Akkorden haben möchte, um eine dynamischere Artikulation zu erzielen. Jetzt kann ich es dreimal kopieren, um es an die Länge der Melodie anzupassen. Nun könnten Sie einwenden, dass es auch ausreichen würde, diese Linie auszuschneiden und in den nächsten Track einzufügen und dies zu nutzen, um den zweiten Analog Generator laufen zu lassen. Das ist tatsächlich wahr, allerdings möchte ich Ihnen eine effizientere Technik zeigen, um dasselbe Ergebnis zu erreichen. Über den Module View öffnen wir das Menü und wählen Multithins aus dem MISC Submenü. Dann verbinden wir das zu den beiden Analog Generators. Multisynth ist kein reales Instrument, sondern ist eine Art Driver, der uns erlaubt, mehr als ein Instrument auf einmal zu steuern. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir nun das zuteilen, was wir vorher dem Multisynth-Modul zugeteilt haben. Anstatt den Inhalt zu kopieren und einzufügen, können wir es folgendermaßen tun. Versichern Sie sich, dass der Cursor im Tracker auf den Track zeigt, den wir zuvor geschrieben haben. Aus dem Menü, aus dem Sie Select Track gewählt haben, um diesen ganzen Track auszuwählen. Dann wählen wir Remap. Der Remap-Befehl befähigt uns, den Inhalt eines Tracks einem anderen Instrument zuzuordnen. Wir schauen auf die Nummer des Multisynth und stellen es auch entsprechend im Bereich To Module Number ein. Die Nummer eines Moduls wird immer oben links beiliegendem Modul angezeigt.
Wenn wir im Menü zweimal Select, Unselect All drücken, können wir den Track deselektieren. Lassen Sie uns schließlich spielen, was wir geschrieben haben. Bevor wir fortfahren, müssen wir unsere beiden Oszillatoren feinjustieren. Lassen Sie uns den Multi-Synth auswählen und auf Solo drücken, damit wir besser hören können, was hier vor sich geht. Der erste Analog Generator ist definitiv zu laut, also verringere ich die Lautstärke. Ich möchte auch einen weicheren Toneinsatz, Attack, also erhöhe ich die Attack-Zeit. Das bedeutet, dass mein Oszillator die maximale Amplitude nach dieser Menge an Millisekunden erreicht und nicht direkt zu Beginn, denn das verursacht den harten Einsatz. Ich möchte sogar noch einen weicheren Release haben, also erhöhe ich auch diesen Parameter. Lassen Sie uns auch unseren Oszillator ein bisschen filtern. Ich will Teile der höchsten Frequenzen abschwächen, also setze ich einen Low-Pass-Filter. Und dann editiere ich noch die Cut-Off-Frequency. Und die Resonance. Ich tue mehr oder weniger dasselbe für den zweiten Oszillator. Dann deselektiere ich den Solo-Button des Multisynth, um alle Instrumente hören zu können. Zu diesem Zeitpunkt kann ich die Basslinie in Akkorde umwandeln und die linken Noten hinzufügen. Aber bevor ich dies tue, müssen wir mehr Tracks zu diesem Pattern hinzufügen, damit es alle Noten spielt.
Lassen Sie uns das Ergebnis anhören. Für den Moment ist es in Ordnung, aber es gibt noch einige Arbeit zu tun, um diese Akkorde schöner klingen zu lassen. Das werde ich Ihnen im nächsten Tutorial zeigen.